Also ich heiße Wolfgang Mayer, bin 65 Jahre alt, bin hier in Godremmingen geboren und ich war Bürgermeister in der Gemeinde. Also ich war zuerst 24 Jahre bei der Deutschen Bahn und dann 18 Jahre erster hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Godremmingen. Das Kernkraftwerk war für uns nicht nur wichtig, das war ein großer Arbeitgeber, ein guter Steuerzahler, von dem also nicht nur die Gemeinde profitiert hat, sondern auch die ganze Region. Und wir haben uns hier sehr, sehr sicher gefühlt, sodass wir also auch großes Vertrauen in dieses Kraftwerk und seine Mannschaft hatten. Die Gemeinde hat natürlich durch diese Steuereinnahmen in gewisser Weise sehr viel Spielraum gehabt, um Vernünftiges zu machen. Und ich denke, wir haben hier lauter Vernünftiges gemacht. Wir haben keine Wolkenkuckuckseier gelegt, wir haben nichts Unnötiges gebaut. Wir haben versucht, die Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn Sie hier durch Godremmingen gehen, sehen Sie, dass sehr, sehr viele Straßen zum Beispiel saniert sind. Auch der Untergrund mit Kanal und Wasser wurde auf den neuesten Stand gebracht. Momentan ist man dabei, den ganzen Ort mit Glasfaser auszustatten, dass dann bis ins Haus geht. Also ich war 5 Jahre, wo der Entschluss gefallen ist, das Kraftwerk hierher zu bauen. Mit 6 Jahren haben wir zu bauen begonnen, mit 10 Jahren ging es in Betrieb und ich habe das Ganze miterlebt, vom Bau quasi bis zum Inbetriebnahme bis heute, bis zum Ende der ganzen Periode der Kernkraft-Energieerzeugung in Godremmingen. Und ich muss sagen, ich hatte nie Angst oder das Gefühl, hier Angst zu haben. Dieses Bauwerk und diese Industrie dort drüben, die hat quasi zum Haus oder zur Gemeinde gehört. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn mal die Kühltürme nicht mehr dampfen. Also, wenn man jetzt, meine persönliche Meinung ist natürlich, ich bin sehr traurig, dass es geschlossen wird. Ich bin aber auch sehr erbost darüber, wie hier die Politik quasi mit uns und mit diesem Kraftwerk und mit dieser Energieerzeugung umgeht und umgegangen ist. Man hat von heute auf morgen diesen Beschluss gefasst aufgrund von Fukushima. Und ich denke, es war ein total überhasteter Beschluss, weil man kein Konzept gehabt hat, wie die Energieerzeugung mit regenerativen Energien hier quasi so auch erfolgen kann, dass auch zu Schwerlastzeiten oder zu schlechtem Wetter hier genügend Energie auch vorhanden ist. Also die Kernkraftenergie wird eine Zukunft haben, da bin ich mir sicher, vielleicht auch in anderer Form und leider halt nicht in Godremmingen und ich bezeichne Deutschland als eine eingeschlossene Insel. Also ich wünsche mir, dass das, was hier in Deutschland passiert mit der Kernenergie, in den Nachbarländern Europas von uns aus gesehen nicht so schnell kommen wird, sondern dass diese Regierungen quasi in gewisser Weise auch versuchen, mit einem plausiblen, nachvollziehbaren Konzept eine Energiewende zu schaffen.